Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und in dieser Ausgabe werden wir uns vorbereiten auf unsere Reise zum Seeimperator. Aber ich habe noch ein, zwei Dinge vor, die ich unbedingt auch noch machen will. Und da fange ich jetzt damit an und hoffe, dass ich nicht erschlagen werde. Aber irgendwie kann ich hier unten, gerade jetzt, also ich kann doch nicht sein, dass ich nur hier, der einzige Fleck auf in der ganzen Map, wo ich hier einen Außenbildkasten hinsetzen konnte, oder was? Das war doch ein Außenbildkasten, habe ich jetzt. Ja doch, klar. Hier, da passt nochmal einer hin. Genau da. Irgendwo hier. Da! So, und warum mache ich das Ganze hier? Ich will die Schlingpflanze hier schon mal kultivieren, damit ich dann daraus Silikon machen kann. Das Silikon wiederum brauche ich für künftige Bauvorhaben. Ne? Also ich brauche das für die Energiezellen. Das ist primär das, woran ich so denke. Und deswegen. Außerdem brauche ich es auch noch für Fasern. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen. So eine Schlingpflanze, das solltet ihr wirklich immer dabei haben. Also wenn ihr das Spiel selber durchspielt, so eine Schlingpflanze, zumindest ein paar Samen, das wäre schon wichtig. Ja, macht es nicht so wie ich. Ich habe euch gezeigt, wie es nicht geht. War natürlich Absicht, um euch zeigen zu können, wie man es nicht macht. Aber das geht so nicht. So. Brauche ich noch was zum Trinken? Keine Ahnung. Ich lasse ihn mal. So, was habe ich jetzt noch alles so am Start gehabt? Ich habe Kupfer mitgebracht, ich habe Titan mitgebracht und ich habe doch hier auch einen Fabricator. Genau. Und ich würde mir ganz gerne eine Sache bauen, die ich viel zu selten einsetze, nämlich eine Signalboje. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jetzt noch brauche. Die hätte ich auch wahrscheinlich schon die ganze Zeit überbauen sollen. Immer wieder mal eine oder auch sowas immer dabei haben. Aber jetzt ist es halt anders gekommen und fertig. Gekochtes rotes Augauge. Ein Augauge. Na gut. Sonst Kupferdraht. Sonst brauche ich ja hier im Moment ehrlicherweise eigentlich nichts. Feuerlöscher. Ich könnte... Ja, ich baue mir einen. Warum baue ich mir einen Feuerlöscher, damit ich den anderen wegschmeißen kann? So einfach ist das. Beziehungsweise den anderen stopfe ich hier in den Schrank rein. Zack. So, sehr schön. Dann wollte ich das hier machen? Ja, warum eigentlich nicht? Setze ich mir nämlich noch so ein Pflanzding dahin. Und pflanze eine chinesische Kartoffel an. Ich finde es auch spannend, dass, auch wenn da steht, alt, verfault, verrottend, ja, man kann die immer noch einsetzen. Also die Samen scheinen immer noch in Ordnung zu sein, selbst wenn schon lange eigentlich nichts mehr geht. So, apropos Samen, ich habe hier noch mehr, aber ich habe kein Titan. Nein, aber ich weiß, wo ich Titan habe. Nämlich hier. Genau. Ich würde echt gerne nochmal so ein bisschen hier eskalieren mit Außenbeetkästen. Ich meine, mir ist klar, das brauche ich jetzt wahrscheinlich alles nicht mehr. Vermutlich. Aber es macht so Spaß. Das ist hier quasi der Landwirtschaftssimulator unter Wasser. Zack. So, und ich hatte doch noch ein bisschen was am Start. Und zwar hier Säurepilzspore. Tiefenpilzspore. Okay, das Tiefenpilzding, das macht echt keinen Sinn, weil hier überall Tiefenpilze sind. Genau da. Aber egal. So, jetzt lassen wir den wachsen. Der ist beschäftigt. Das ist gut. So, jetzt nehme ich meinen Krebs.
bin endlich mal wieder beim U-Boot. Hallo. All systems online. Yeah. So, damit haben wir das. Jetzt würde ich sagen, lade ich erstmal aus, was ich auszuladen habe. Zum Beispiel Kupfer. Seht ihr, Kupfer habe ich echt nicht so wahnsinnig viel. Ich habe es erwähnt in der letzten Ausgabe, dass das mit dem Kupfer bei mir eigentlich gar nicht so toll ist, aber okay. Koralle habe ich noch eine dabei. Magnetit habe ich noch eine Einheit dabei. Ach, das ist voll. Okay, aber sonst ist alles gut. Ja, plus den Magnetit muss ich noch loswerden. Dann ist schon alles gut. Habe ich nicht da oben einen Schrank? Genau. Magnetit. So, sehr, sehr schön. Ich sehe das gerade und es stresst mich, nur weil ich es schon sehen muss. Da könnte ich mir die Augen auskratzen, wenn ich sowas sehe. So. Prima. Habe ich nicht unten auch nochmal eine Millionenschränke? Kann ja kurz so ein bisschen was bauen. Auf die Art und Weise komme ich auch da ein bisschen weiter. Oh ja, super. Eins, zwei, drei. Also auf jeden Fall kann ich noch jede Menge Krimskrams mitnehmen. Das haben wir ja schon gemeinsam herausgefunden, dass da noch einiges möglich ist. Und, aber jetzt endet. Jetzt endet der Spaß. Da oben passt jetzt nichts mehr hin. Nee. Dann heißt es, das wird hier jetzt quasi die letzte Reihe. Okay, kein Titan mehr. Oh ja, es... So endet es. So und nicht anders. Ja, komm, dann mache ich das mal schnell. Ich muss mal irgendwann so eine Spezialausgabe machen. MTV Cribs. Mein perfektes U-Boot. Das U-Boot als Basis nutzen. Weil jetzt hat man es ja gesehen, wie man es machen kann. Passt jetzt wirklich viel rein in mein U-Boot. Weiß nicht, passt da nochmal einer hin? Ja klar, Logo. Cool. So, jetzt kann ich auch wahrscheinlich ja da auch nochmal einen hinsetzen. Komme ich jetzt noch hoch? Ja, komme ich. Komme ich auch wieder runter. Ja. Nicht ganz so elegant wie sonst, aber es funktioniert. Okay, oben drüber passt dann aber nichts mehr. Dann hätte ich den jetzt auch nicht so weit unten hinpacken müssen. Sondern vielleicht ein bisschen ansprechender. Vielleicht kann man ja zwei nebeneinander setzen. Nein. Okay, alles klar. Man soll es ja auch nicht übertreiben. Also, packen wir nur einen Schrank in die Mitte. Fertig. Für die Leiter vollkommen scheißegal. So. Und dann kann man hier natürlich noch ein bisschen eskalieren. Noch wahrscheinlich nur ein Reich. Oh, war Quatsch. Ehrlich jetzt? Da oben? Funktioniert. Okay, kein Titan mehr. Okay, scheißegal. Macht nichts. Ist nicht schlimm. Wir holen uns da noch ein bisschen was. Beziehungsweise, wir haben es ja dabei. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten. Wir haben es nur verbaut. Okay, prima. Jetzt machen wir hier mal Tabula Rasa. Einmal schnell was essen. So, Energiezelle Ersatz. Batterie. Signalboje, wichtig.
Ist Enzyme zum Schlüpfen, super wichtig. Blaue Tafel, violette Tafel, Feuerlöscher, Reparaturwerkzeug, Medikit. Trinken, essen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Doch, eine Sache. Und zwar sollte ich den Krebs noch leer räumen. Ah, Titan. Das trifft sich gut. So. Ich baue jetzt erstmal nicht weiter, sondern stopfe erstmal das Titan hier rein. Damit wir weiterkommen. So, und dann gehe ich hier runter und pack das Kupfer weg. Zumindest so viel, wie ich kann. So. Nein. Nein. Ja. Kupfer. Okay. Dann haben wir es aber. Dann haben wir es. Ja, Krebslein ist zu 88% in Ordnung. Wir essen noch schnell was. Und hauen ab. Dann geht's jetzt raus. An die frische Luft. Und zwar will ich den Krebs reparieren. Dann geht's da rein. Dann in Richtung Heck. Mit viel Schwung. Richtung Abgrund. Dann driften wir erstmal in die Mitte. Suchen nach dem Eingang, der ist da drüben. Mensch, wie wir uns schon auskennen hier. Verrückt. Eine Zwischenlandung an dieser Stelle, dann hier runter. Und jetzt jumpen wir einmal darüber. Mein, das war jetzt echt ein kleiner Umweg. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das zählt. Genial. Geschickt drüber gesprungen. Und damit Schwung in die Haupteinrichtung. Prima. So. Da sind wir wieder. Wir nehmen wieder ein paar Ionenwürfel mit. Prima. Komme ich denn nachher noch mal hier hin? Wahrscheinlich schon, ne? Ich würde nämlich schon gerne hier nochmal herkommen, um mir nochmal Ionenwürfel abzuholen. Aber jetzt schauen wir erstmal wieder beim Seeimperator vorbei. Da ist der Seeimperator, aber ich muss auf die andere Seite. Denn
dort spielt die Musik. So, da sind wir. Zack. Oh Mann, es war eine ganz schön lange Reise. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Ausgabe. In der nächsten Ausgabe hauen wir dann die Enzyme in diesen Apparat und schauen mal, was passiert. Ich bin jetzt schon gespannt. Das sieht sehr erwartungsfroh aus. So, in diesem Sinne, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Bis morgen. Hauptwahrscheinlich eine der letzten Episoden. Also lasst euch nicht entgehen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. We'll be right back.